Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu Unicorn. Ich hoffe, ihr wart artig über das Jahr und habt viele Geschenke bekommen. Ich war natürlich artig über das Jahr und habe auch sehr viele Geschenke bekommen. Aber das soll natürlich nicht das Thema sein heute. Wir machen heute mit dem zweiten Teil des One-Stroke-Videos weiter, damit ihr auch was zu gucken habt über Weihnachten und natürlich auch keine Langeweile bekommt. Also starten wir mit Teil 2 jetzt. So, es wird natürlich von Übung zu Übung etwas schwieriger. Hierbei dürft ihr nur eine Seite des Pinsels wirklich bewegen. Das heißt, ihr fangt hier an und dann dreht ihr den Pinsel einmal so rum. Fertig. Nochmal das Ganze. Etwas Druck, drehen, fertig. Hier wirklich nur leichten Druck, dann etwas fester drücken. Ihr dürft ruhig dabei ein bisschen zittern und wackeln, weil ein Blatt ist ja nicht immer hundertprozentig akkurat. Und das wiederholt ihr dann wieder ein paar Mal. Dann versucht einfach mal neben dieses Blatt ein zweites zu setzen. Das heißt, ich mache hier mal ein neues. Und dann nehmt ihr wieder ein wenig Farbe. Und dann setzt ihr einfach hier noch ein anderes rein. Und dann vielleicht noch hier eins hin. So, und schon habt ihr mal so eine halbe Blume, schon fast fertig. Das ist jetzt natürlich noch kein richtiges Muster, aber das solltet ihr auch schon mal so ungefähr ein halbes Blatt üben, damit ihr immer denselben Mittelpunkt findet und das Ganze harmonisch zusammen sich fügt. So, die nächste Übung ist wieder der Umkehrschluss. Und zwar fangen wir mit wenig Druck an. Gehen dann ein wenig nach unten und dann nach oben. So, dass wir hier unten eine Spitze haben und hier oben einen breiten Fächer. Das Ganze solltet ihr auch wieder so ein bisschen auf Geschwindigkeit üben, weil dann werdet ihr auch sicherer an dem Ganzen. Wenig Druck, etwas Druck und dann hoch. Wenig Druck, etwas Druck, hoch. Wenig Druck, etwas Druck und dann nach oben. Umso spitzer das hier unten ist, umso besser. So, diese beiden Techniken verbinden wir jetzt auch wieder. Und zwar machen wir erst den oberen Kreis. Und zwar machen wir den ein bisschen breiter. Und dann machen wir den unteren Kreis. Und zwar etwas kleiner und ziehen ihn dann nach oben. Schräg ansetzen. Etwas Druck. Fester drücken. Und dann nach unten, nur mit der weißen Spitze nach unten ziehen. Das heißt, ihr hebt mit der blauen Spitze vom Papier ab und zieht dann nur noch mit der weißen Spitze nach unten. Und dann kommt der untere, ungefähr derselbe Winkel, hier anfangen, runterziehen,
unten nicht bewegen und dann mit der weißen Spitze wieder nach oben. So, das macht ihr dann auch wieder ungefähr ein halbes Blatt. Macht das ruhig wieder auf Geschwindigkeit, denn umso schneller ihr das macht, umso sicherer seid ihr dann darin auch. So, kommen wir zur nächsten Übung. Und zwar fangen wir schräg an. Bewegen die untere Seite des Pinsels nicht. Drehen das Weiß und ziehen es dann nach oben weg. So, das macht ihr jetzt auch noch ein paar Mal. Und dann fügen wir einige Techniken zusammen. Spannung. So, schräg anfangen. Druck, Pinsel drehen und dann nach oben weg. Dann der Umkehrschluss. Leichter Druck, etwas mehr Druck und dann nach unten. So, und jetzt verbinden wir die beiden. Leichter Druck um die Kurve und dann nach oben. Das Ganze machen wir noch einmal. Leichter Druck, Druck nach oben. Farbe. Leichter Druck, Druck nach unten. Farbe. Leichter Druck, Druck und hoch. Das ist auch schon die ganze Kunst. Das Ganze übt ihr jetzt auch noch mal ein wenig. Am besten, da mehrere Techniken zusammenfließen, ruhig ein bisschen öfter und auch wieder auf Geschwindigkeit, weil umso schneller, umso besser. Dann würde ich euch empfehlen, nochmal dünne Linien zu üben. Ich habe jetzt hier einen einer Pinsel, nehme mal ein bisschen Weiß und dann versucht ihr einfach mal so ein paar dünne Linien zu üben. Ruhig geschwungen, so fein wie möglich, so gerade wie möglich. Also wirklich mal so ein paar Varianten durchgehen, weil das werden wir gleich auch noch brauchen. Das solltet ihr dann auch noch ein paar Mal üben, bevor wir jetzt an den Nagel gehen. So, versuchen wir das Ganze jetzt mal auf einen Tipp zu kriegen. Und zwar sucht euch am besten einen etwas größeren Tipp aus. Ich habe jetzt hier so einen Stiletto-Tipp mir mal bestellt, den ich jetzt erstmal anbuffere, weil wir bringen das Muster ja nach der angerauten Oberfläche auf, beziehungsweise nachdem ihr den Apex nachgefeilt habt. Und deshalb rauen wir das Ganze jetzt so ein bisschen an, damit das ist, als wenn ihr auf Papier malen würdet. Ups, hier geblieben. So. Und dann fangen wir doch mal an mit dem Muster. Ich habe mir jetzt Grün und Weiß genommen, weil das passt ja besser zu Blumen. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an, das, was wir gerade aufs Papier gemacht haben, auf den Nagel zu übertragen. Drehen und nach oben ziehen. Das Ganze. Also wenn ihr bei der Kundin arbeitet, macht das wirklich bei jedem Pinselstrich neue Farbe aufnehmen, weil es ist sehr ärgerlich, wenn ihr wieder von vorne anfangen müsst, nur weil weil die Farbe abgerissen ist. Ihr könnt natürlich auch nochmal neu ansetzen, falls es nichts geworden ist.
Am besten ihr schafft euch ein paar Pinsel für One Stroke an, die eine verschiedene Breite haben. Das hier ist jetzt nochmal eine Nummer schmaler als den ich gerade benutzt habe. Und zwar werde ich jetzt hier noch so ein paar Blätter dran machen. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich denke schon. So, und dann ziehe ich hier nochmal einen Stängel runter. Und dann fange ich an mit dem einer Pinsel ein paar Highlights reinzusetzen. Erstmal mit Weiß. Muss man hier so an der Blüte den Übergang zwischen den beiden Pinselstrichen. Dann dürft ihr natürlich auch Farben mischen. Und zwar nehme ich jetzt das Grün, was wir hier benutzt haben, und versuche ein sehr helles Grün hinzukriegen. Für den Nupsi hier in der Mitte. Einfach so ein bisschen Weiß, wirklich wenig Weiß. Dann mal so langsam rantasten, bis ihr die gewünschte Farbe habt. So. Dann mit dem einer Pinsel hier einfach mal so einen kleinen Nupsi reinmachen, der so ein bisschen länger ist. Hätte ruhig noch ein bisschen heller sein können, das Ganze. Das heißt, ich mische jetzt noch mal ein bisschen mehr Weiß zu dem Grün. So. So. Und um da auch noch mal ein Highlight reinzusetzen, nehme ich noch mal ein ganz klein bisschen Weiß. Und setze hier nochmal so einen kleinen Punkt rein, um dem Ganzen nochmal so ein bisschen 3D zu geben. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Ich bin immer noch ein Fan, das Ganze mit schwarzen Highlights zu versetzen. Deshalb ist es wirklich wichtig, versucht mit dem einer Pinsel wirklich mal feine Linien hinzukriegen. Und zwar versuche ich das Ganze jetzt hier nochmal so ein bisschen zu umranden. Wirklich mit ganz, ganz feinen Linien. Ich berühre den Nagel wirklich nur ganz leicht.
dann an die Blätter hier auch nochmal so ein paar schwarze Linien entlang ziehen. Das Ganze kann ruhig ein bisschen verzittert sein, weil wie gesagt, Blätter sind ja nicht immer gleich. So, und dann haben wir auch schon unsere Blume, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, fertig. Ich glaube, Color. Ist das eine Color? Ich weiß es nicht genau. Ja, fertig. Das war es jetzt auch schon mit dem One-Stroke-Grundkurs. In näherer Zukunft wird natürlich noch einiges zu dem Thema kommen, besonders am Paint Day. Da werde ich einige Videos nochmal hochladen mit so ein paar kleinen One-Stroke-Mustern. Ja, ich hoffe, euch hat das Video noch ein wenig die Weihnachtszeit versüßt. Wenn ja, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Kommentare sind auch sehr gerne gesehen und Facebook, Twitter und Instagram, wie immer, geht auch einiges ab. Ich wünsche euch noch eine restliche schöne Weihnachtszeit und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris. Bevor irgendwelche blöden Kommentare kommen, nein, ich werde meinen Sack heute nicht auspacken.